Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight mit Ninaria. Wir spielen wieder Kate. Wir sind diesmal. Oh, die Besessenheit. Und wir spielen auf dem Kuhstall. Also nicht auf dem Kuhstall, wir spielen bei dem Kuhstall und zwar auf der Coldwind Farm. Keine Ahnung, warum Meg gerade abgehauen ist. Das hat mich tierisch verunsichert. Sie kommt wieder zurück, aber jetzt kriege ich den Ausschlag für den Killer. Mac ist ein bisschen nervös, würde ich sagen. Wir haben die Huntress, die Jägerin. Und sie hat es auf die nervöse Mac abgesehen. Gut, dann gehen wir woanders hin. Dann suchen wir uns einen anderen Generator. Oh, da liegt aber die Mac auch schon. Naja, wenn sie das erste Mal hängt, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe diesmal ein Heilkoffer dabei mit einer Instant-Heilung, und zwar mit der Spritze, mit der man Leute, die zum Beispiel am Boden liegen und liegen gelassen werden, sofort komplett heilen können. Dafür habe ich ihn mitgenommen. Ich hoffe, dass meine Taktik aufgeht. Ansonsten müssen wir sie halt im schlimmsten Fall für uns benutzen oder ja, keine Ahnung. Mal schauen, wie es sich ergibt. Da kommt sie schon. Dann bleiben wir auch hier nicht länger. Ja, wie ein Spießrutenlauf oder wie Staffellauf immer von einer Station zur nächsten. Jetzt habe ich gerade Halskratzen. Hust. Dann schrauben wir halt hier. Hier wurde ja noch gar nicht geschraubt. So, Mac hängt immer noch, hängt nicht mehr. So schnell kann es gehen. So, dann gucken wir mal, ob die Huntress hierher kommt oder ob sie Mac jagt, die ja gerade abgehangen wurde. Da haben wir einen Ausschlag bekommen. Jetzt müssen wir lauschen, ob wir Gesumme hören. Dann müssen wir natürlich flitzen. Da hinten lief jemand. Oder etwas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da wird anscheinend gerade gejagt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wäre schön, wenn wir den Generator hier mal fertig kriegen würden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die anderen noch nicht fertig sind tatsächlich. Da waren ja ein paar Angefangene. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, dass wir, obwohl wir gar keine Ruinen haben, noch keine weiteren Generatoren fertig haben. Die wird ja nicht drei Leute gleichzeitig beschäftigen. Jetzt kommst du in meine Nähe. Ich möchte den Generator aber gerne fertig machen. Schaffe ich das noch? Schraub, 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 schraub. Natürlich schaffe ich das noch. So, jetzt geht's. Zack. Jetzt gehen wir mal volles Risiko ein. Da ist sie. Das feiere ich ja ein bisschen. Jetzt rennt sie zum nächsten Generator. Gut, meine Chance, dich zu retten. Oh, erlischendes Licht. Ich bin ja auch die Obsession diesmal. Und ich habe jetzt erlischendes Licht ausgelöst. Nope. Diesmal nicht. Mal gucken. Autsch. Jetzt hat sie mir doch mal ein bisschen die Schulter ausgerenkt. Mist. So, wir machen normale Selbstpflege. Wir heben das Heilungsset noch auf. Da hinten läuft sie. Ich glaube, sie hat mich total verloren. Oder sie hat ihr Augenmerk auf jemand anders gerichtet. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, wenn ich die Besessenheit bin bei erlischendes Licht, ist alles, was ich tue, ein bisschen effektiver, bis sie mich geopfert hat. Und ich glaube, sobald sie mich geopfert hat, kann sie die anderen direkt in den Todesstatus versetzen, wenn sie sie schlägt, oder? Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, müsste ich tatsächlich nochmal nachlesen. Den Generator hier hat sie nicht beschädigt. Der ist noch genauso weit, wie er vorhin schon war, wenn ich mich nicht irre. Aber jetzt hat sie sich den David geschnappt.
Da schreit er. Sein Schrei halt bis zu mir. Aber er hinkt das erste Mal. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Sie hat direkt den nächsten angekratzt. Der liegt auch da nieder. Und zwar genau da. Da muss ich dann doch mal intervenieren. Ich habe den Super Special Heilkoffer. Ich flitze jetzt mal und schaue, was ich da tun kann. Oh, direkt hier. Hängt auch schon das zweite Mal. Den hole ich doch direkt wieder runter. Oh, sie. Das ist Mac. Zack, lauf, Mac. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Jetzt hat sie den da vom Haken weggezerrt. So. Ich komme, ich rette dich. Das ist gar kein David, das ist... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Jeff? War das Jeff? Ja, sie liegt da schon wieder. Shit. Gott, na, und er macht direkt einen DC. Na, großartig. Die müssen auch denken, ich farm die hier ab. Mache ich aber gar nicht. Ich versuche ihnen die einzige Chance zu geben, die ich hier gerade sehe. Sie möchte es wieder wissen. Nein. Nicht jetzt. Bleib weg. Aua, schon wieder. Wieder dieselbe Schulter. Ich muss... Habe ich morgen Muskelkater? Sprachfehler habe ich ja schon. Jetzt kriege ich noch Muskelkater dazu. Muss ich bald Behindertenausweis beantragen. Heilen. Schon wieder. Ich glaube, Jeff hatte doch noch gar nicht gezappelt, oder? Als ich den gerettet habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe das schon wieder vergessen. Weil der da die DC macht, das ist doch... Das ist unnötig. Also mal abgesehen davon, dass ich DCs dem Team gegenüber sowieso mega unfair finde, hat er ja auch nichts davon. Macht das zu oft, kriegt er irgendwann einen Bann. Und er kriegt dadurch auch keine Punkte und er verliert Pips. Ich weiß nicht. Aus Frusten, die sie machen. Werde ich nicht nachvollziehen können. Dann dürfen sie das Spiel nicht spielen, wenn sie damit nicht klarkommen. So. Wir machen unbeirrt weiter. Es sind noch zwei Generatoren. Wir sind noch zu dritt. Das sollte machbar sein. Es wäre nur schön, wenn die sich mal heilen würden. Vielleicht gegenseitig. Das ist ja direkt da vorne. Wo geht's hin? Gibt's da einen Keller? Auf jeden Fall gibt's da noch einen Generator. Sie ging nicht in den Keller. Die Person ist instant tot. Sie wurde geopfert. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn sie mich als erlöschendes Licht hinhängt. Ob es wirklich so ist, wie ich gesagt habe. Oder nicht? Hat sie den Generator jetzt kaputt gemacht? Nee, hat sie nicht. Weiß sie es nicht oder macht sie es aus Prinzip nicht? So. Wir sind noch zu zweit und mein Kollege ist geheilt. Mein Kollege oder meine Kollegin? Ich spreche Mitspieler grundsätzlich immer mit dem Geschlecht an von der Figur, die sie spielen. Also wundert euch nicht. Also selbst wenn da, weiß ich nicht, Mathilde steht und es spielt aber ein David, dann ist es für mich ein R-Punkt. So, okay, sie jagt schon wieder die andere Person. Das ist auch noch in meiner Nähe. Und sie hebt ihn sie es direkt auf. Also gerade wenn sie eine Besessenheit hat, vielleicht nicht unbedingt die schlauste Taktik und ist auch instant tot. Tja Leute, das heißt, ich werde mir die Luke suchen. Jetzt heißt es erstmal nicht erwischen lassen. Ich gehe zu dem Generator. Oh, oh, sie spät.
Genau, geh mal weg. Geh mal woanders hin. Wir tippen den Generator trotzdem an, einfach um sie zu ärgern. Sollst du doch glauben, dass ich versuche, an den Generatoren zu schrauben? Jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ein gebrochener Schlüssel. Da rattert auch einer. Okay, da ist sie schon wieder. Jetzt vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, ich glaube, sie hat mich gesehen, oder? Ja, sie hat mich gesehen. Ah, Mist. Lauf, 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 lauf. Die Luke. Ich höre sie. Hier. Haha. Ich bleibe hier, meine Luke. Ciao. Ends kommen. Ja, der eine oder andere wird sich fragen, warum hat sie denn um Himmels Willen die gute Spritze verbraucht? Ich wollte sie tatsächlich ein bisschen ärgern, indem ich sage, haha, guck mal, ich bin wieder gesund. Und zweitens hatte ich gehofft, dass sie denkt, ich springe und mich dann schlägt. Und das hat sie ja tatsächlich auch gemacht. Und deswegen konnte ich durch den Cooldown entschwinden. Der den DC gemacht hat, wird von mir natürlich knallhart gemeldet. Sie hatte Barbecue und Chili. Eigentlich hätte sie mich jedes Mal finden müssen, wenn sie jemanden aufgehangen hat. Hat sie aber nicht gemacht. War für uns beide eine gute Runde. Ich bin als Obsession entkommen und sie hat immerhin 3 gekriegt. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet und zugeschaut hast. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch vielleicht ein Däumchen nach oben und vielleicht sogar ein Abo da. Damit du kein Video mehr von mir verpasst, musst du natürlich auch die Glocke aktivieren. Wenn du glaubst, dass auch andere Spaß mit mir haben können, dann sag's doch deinen Freunden weiter. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich sage Tschüss mit Küsschen und bis dann.